So, herzlich willkommen hier auf der Dach und Holz 2016 in Stuttgart am Pro-Klima-Stand. Herzlich willkommen, liebe Daheimgebliebene. Wir machen jetzt unseren schon fast traditionellen Messerundgang, damit auch die Daheimgebliebenen sehen können, was wir hier so treiben. Wir haben hier unseren komplett schön neu gestalteten Pro-Klima-Stand. Ganz neu im rückwärtigen Bereich haben wir unsere großen Praxismodelle, wo man schön sehen kann, worum es bei Proklima im Großen und Ganzen geht. Da haben wir also das große, große, wichtige Thema praxisgerechte Sanierung hier im Anwendungsmodell schön gezeigt, unten immer mit einer Beratungstafel. Dann geht es hier um den Bereich sichere Aufdachdämmung mit einer komplett neuen Durchdringungslösung für einen sauberen Anschlusspunkt an eine Rohrdurchführung durch druckfesten Aufdachdämmstoff. Klar, klassisches Thema bei uns immer intelligente Luftdichtung. Jetzt neu mit einer DEBT-Zulassung, kann ich gleich noch ein bisschen mehr zu erzählen. Dazu haben wir auch einen extra Flyer nochmal entwickelt, der zeigt, worum es jetzt bei dieser Geschichte geht. Die DIN 68800 fordert nämlich für außendiffusionsdichte Konstruktionen zugelassene Luftdichtungsbahnen und das haben wir mit der Intello jetzt erreicht. Zeigen wir hier also auch. Dann machen wir hier an unserem Fenstermodell den Switch von der Luftdichtung innen auf die Winddichtung außen, aber eben alles am Fensteranschluss. Also Fensteranschluss, Produkte, Systeme für die Luftdichtung, dampfbremsenden Anschlüsse auf der Innenseite und die diffusionsoffenen, schlagregensicheren, winddichten Anschlüsse auf der Außenseite. Contega-System wird hier gezeigt. Wir gehen dann hier jetzt in den Bereich Fassade. Fassadenbahnen für den Holzbau hinter geschlossenen Fassaden, hinter offenen Lückenschalungen mit teilweise relativ großen Fugen mittlerweile auch realisierbar. Hier wunderbar gezeigt. Und gehen jetzt hier dann eben über vom Teil Wand in den Bereich Dach. Auch Außendichtung mit monolithischen Unterdeckbahnen, die einen aktiven Feuchtetransport bieten und die Konstruktion so auch nochmal besonders sicher halten. Solitex Mento-Serie, alles hier auch nochmal gezeigt, wunderschön an Infografiken, an kleinen Produktflyern, die man dann eben auch nochmal sich anschauen kann, mitnehmen kann. Und hier jetzt eine große Neuerung, auch im Dachbereich. Hier waren wir, wie gesagt, bei der Solitex Mento im Bereich Unterdeckung. Hier kommen wir jetzt in einen völlig anderen Bereich, da geht es nämlich um Unterdächer in den Bereich unterteilt nochmal regensicher und wasserdicht nach den Anforderungen des Zentralverbandes des Deutschen Dachdeckerhandwerks, ZVDH, können wir jetzt mit dem neuen Solitex Veldano-System wunderbar realisieren. Das ist ein System, welches materialhomogen monolithisch verschweißt werden kann und so eine sehr, sehr schöne Dichtheit und sehr hohe Regensicherheit erreichen kann. Also damit können wir jetzt die hochwertigsten Klassen für die Dichtheit von Unterdächern auch gewährleisten. Hier auch wieder die ganzen Informationen, Produktmuster, wo man eben auch nochmal wunderschön die materialhomogene Verschweißung zeigen kann. Also hier sieht man, diese Materialien sind wirklich so fest miteinander verbunden, dass sie eigentlich nur noch durch Zerstörung voneinander getrennt werden können. Und hier sieht man eigentlich auf der Rückwand alles in der Anwendung. Mit einer sehr großen Fernwirkung, mit einer sehr großmaßstäblichen Darstellung. Wenn wir jetzt ein bisschen weiter hier rüber gehen, kommen wir in den Produktebereich. Hier sieht man sämtliche Bahnen nochmal als einzelne Produkte für die Fläche. Immer mit den kleinen Anhängern, die sich auch schon ganz gut bewährt haben, mit den Argumenten nochmal drauf und mit den ganzen technischen Daten und Lieferformen, sodass man hier eigentlich nochmal einen tollen Überblick bekommt und sie auch immer nochmal direkt ein Produktmuster mitnehmen kann. Hier ging es jetzt im Großen und Ganzen immer um die Fläche, aber die Fläche ist nur die eine Geschichte. Sauber wird eine Konstruktion eigentlich erst dann, wenn auch die Details bedacht sind und gut umgesetzt wurden. Deswegen haben wir jetzt hier an den einzelnen kleinen Modellen im vorderen Standbereich die Detaillösung nochmal gezeigt. Also hier die ganzen Geschichten für Durchdringungen durch die Luftdichtungsebene, im Bereich Kabel, ein Kabel, zwei Kabel, viele Kabel. Kabel, an deren Enden ich nicht mehr rankomme, für eine nachträgliche Abdichtung geeignet. Eckverklebung können wir hier zeigen. Verschiedene Leerrohrdurchführungen,
auch so Sachen wie, wenn ich eine in eine bestehende Luftdichtungsebene nochmal Gerätedosen und Schalter einlassen möchte, können wir hier mit der Instabox eine tolle Lösung anbieten. Alles Detailpunkte mit einem relativ kleinen Aufwand, einen ziemlich großen Effekt zu erreichen. Und wir können nochmal auf die andere Seite gehen. Hier haben wir nochmal Sanierungsschnitte, die man nochmal mehr im Detail dann darstellen kann und zeigen kann. Da vorne waren wir eben großmaßstäblich eher in der Fläche unterwegs. Hier zeigen wir, wie sehen denn eigentlich die Traufanschlüsse richtig aus, wie kann ich die herstellen. Zum Beispiel mit dem neuen Tesconsana-Patch, ein Klebeband, was sich hier wunderbar in diesen bislang ungelösten Punkt unter dem Sparren einkleben kann. Hier haben wir einen Anwendungsfilm, der das auch schön zeigt. Wir haben hier an der Seite noch Tescon-Fixleisten, die hier im eingebauten Zustand zu sehen sind, wo man sich eben sehr schnell und einfach an der Sparrenflanke eine definierte Verklebungsebene schaffen kann. Kann ich gleich nochmal drüben am Praxistisch zeigen. Wichtig hier ist eigentlich immer, dass man sofort das passende Informationsmaterial im Zugriff hat. Also zu Tesconfix, zu Sanapatch, zur Sanierung, vielleicht auch noch ein paar Hintergrundinformationen über die Sanierungsstudie sich organisieren kann oder die Neuheiten im Überblick mitnehmen kann. Auf der anderen Seite vom Modell kommen wir dann mehr wieder in den Bereich Fenster. Das hatten wir da oben ja schon einmal in der großen Fläche gezeigt. Hier geht es jetzt tatsächlich um die Anschlussdetails. Einmal im Holzbau mit einem Fenster und einem intelligenten Fensteranschlussband, wo ich also innen und außen das gleiche Material verwenden kann, weil es eben eine intelligente Membran drin hat und innen dampfbremsend ist und außen diffusionsoffen sein kann. Wir können hier Quellbänder sehen, mit denen man eben hier so Fugen wunderschön dicht machen kann. Wir sehen im Bereich Unterfensterbank, um eben hier nochmal unter der dann darauf angeordneten eigentlichen Fensterbank nochmal eine zweite wasserführende Ebene einzubauen, die ja jetzt nach Rahl auch ganz wichtig ist und gefordert wird. Und haben eben hier auch nochmal die neuen Contega Solido Bänder, die gezeigt werden, die ja einfach wunderschön einen außen winddichten und schlagregensicheren Anschluss herstellen können oder innen dann eben auch den luftdichten, dampfbremsenden Anschluss. Auch hier wieder sämtliche Informationsmaterialien parat, sodass man sich schnell mit den wichtigen Infos versorgen kann. Ganz spannend, auch nochmal eine Produktneuheit jetzt hier im Bereich Brett-Sperrholzwände. Das Tescon Cross Seal ist ein Dreischenkelklebeband. Das Muster hier zeigt es ganz schön. Also ein Klebeband, was nicht einfach nur winklig ist, sondern eigentlich ein T-Klebeband darstellt. Damit kann ich nämlich sehr schön hier unten den unteren Anschluss herstellen. Hier sieht man es ganz schön. Würde ich nur winklig verkleben mit einem normalen, einfachen Winkelklebeband, könnte Luft über einen Riss in der vordersten Lamellenlage in die Konstruktion einströmen und hier die Konstruktion hinterströmen. Wenn ich die unteren zwei, drei Lamellenlagen mit diesem Schenkel noch zuklebe, verklebe, kann eine Hinterströmung eigentlich gar nicht mehr stattfinden. Der Anschluss ist sehr schnell sauber luftdicht. Auch eine kleine Geschichte, aber mit einer sehr, sehr schönen, großartigen Wirkung. Ja, und was dann natürlich immer eine wichtige Sache ist, sind Eckverklebungen im Allgemeinen mit einem zweischenkligen Klebeband. Und da haben wir jetzt das Tescon Profect neu dabei. Das ist ein vorgefaltetes Winkelanschlussklebeband, welches sich von der Rolle direkt abwickeln kann. Ich habe jetzt hier einfach mal ein Muster. Das ist nicht etwa vorbereitet, sondern so sitzt das Band auf der Rolle. Ich habe also nur noch einen Klebeliner auf einem Schenkel, kann also das Band wunderschön auf dem einen Schenkel in irgendwo eine Bauteilecke schieben und den freien Schenkel sofort verkleben und dann einfach den zweiten Schenkel abziehen und bin sehr schnell fertig mit meiner Eckverklebung. Tescon Profect gibt es in zwei Breiten, sodass ich einmal relativ gleichwertige Schenkel verkleben kann oder eben hier auch so einen ganz kleinen Schenkel nur habe, wenn ich hier noch eine Gipskartonplatte draufschieben möchte, dass diese Verklebung nicht mehr zu sehen ist. So, das waren im Grunde genommen einmal die großen Anwendungsfälle auf der Rückwand, dann vorne an der Standkante die kleinen Detaillösungen. Und was wir dann haben,
Hier auf der Ecke des Standes ist unser Aktionstisch. Den hatten wir die letzten Male auch schon mit dabei. Den haben wir wieder mitgenommen, weil er sich einfach so gut bewährt hat. Hier kann ich nur gucken. Am Tisch kann ich auch machen. Und das ist ganz spannend, weil, naja, ein Produkt nur zu sehen. Klebeband ist das eine. Das Klebeband im eingebauten Zustand zu sehen, wie beispielsweise hier, ist das andere. Das Klebeband selber einzubauen und mal zu testen, ist nochmal eine tollere Geschichte. Und was wir hier mit dem Testcon Vana beispielsweise machen, ist, wir haben ein tolles Around-Klebeband, welches mit einem wasserfesten Kleber ausgestattet ist. Da kann man einfach ein Stück mal abschneiden. Und wenn man es drauf hat, kriegt man es eigentlich auch ganz gut ab hier. Funktioniert jetzt aber bei mir irgendwie nicht. Jetzt aber. Zieh mir also ein Stück ab, mach mir hier einmal so eine Abziehhilfe dran und kann dann einfach mal probieren, wie komme ich denn eigentlich mit einer Unterwasserverklebung klar. Also auf der Baustelle habe ich ja nicht immer die wunderbar tollen Laborbedingungen. Manchmal habe ich auch einfach mal eine nasse Oberfläche, auf der ich verkleben muss. Und das ist natürlich eine Extrembedingung, aber naja gut, wir probieren das einfach mal aus. Ich habe jetzt auf einer klatschnassen Bahn das Klebeband unter Wasser verklebt. Ich sehe eigentlich hier schon ganz schön, das ist jetzt gerade erst angezogen. Und ich habe jetzt schon eine so feste Verklebung, dass nicht der Kleberfilm etwa versagt, sondern dass der Kleberfilm das Untergrundmaterial zerstört. Also ich so einen sogenannten Untergrundbruch habe. Das ist eigentlich das, was wir erreichen wollen. Die Verklebung hält, das Untergrundmaterial ist der schwächere Part in der Verbindung. Das kann man hier also so ein bisschen ausprobieren. Hier kann man auch mal das Eckklebeband Testcon Profect ausprobieren. Das haben wir hier in so einer Ecke. Hier kann man Sanierungslösungen ausprobieren. Ich hatte das Sana-Patch-Pflaster eben schon gezeigt, was man hier unten drunter schieben kann. Das müsste man einfach mal, ich habe jetzt gerade keins da. Kann man einfach vorfalten und dann schön unten drunter ziehen. Und dann hat man ja eigentlich auch den Effekt und den Nutzen von so einem kleinen, einfachen Produkt relativ schnell verstanden. Was hier noch zu sehen ist, finde ich auch ganz schön, das hatte ich eingangs auch erwähnt, im Aufdachdämmsystem Proclima DA oder Entesana, flächige Bahn für die Luftdichtung unter einer Aufdachdämmung, haben wir jetzt den Wilfix, relativ neu im Programm. Da geht es eben darum, wenn ich eine Rohrdurchführung durch eine druckfeste Aufdachdämmung auf einer Schalung herstellen möchte, ist das eine relativ schwierige Lösung, weil ich an diese Ebene, die Luftdichtungsebene, an die ich das Rohr anschließen muss, eigentlich gar nicht mehr richtig gut rankomme. Mit dem Wilfix ist das jetzt gelöst, weil ich ein Stufenloch durch diese druckfeste Aufdachdämmung bohren kann, hier einen Flansch stehen lasse, einen Anschlussflansch stehen lasse und dann nochmal dünner durchbohre oder mit einem kleineren Durchmesser weiter durchbohre, sodass ich hier auf diesem Luftdichtungsflansch einen Kleber angeben kann, setze den luftdicht auf die Luftdichtungsbahn auf, ziehe von unten eine Kontermutter unter die Schalung, presse damit die luftdichte Verklebung auf die Luftdichtungsbahn und habe hier eine wunderschöne Verbindung hergestellt. Hier oben kann ich dann noch mit diesen Kabelbindern den oberen Flansch regensicher und winddicht auf die Unterdeckplatte ziehen. Ja, das heißt also, wir haben hier drei Infoebenen. Einmal die großmaßstäblichen Flächendarstellungen, die Details zum Angucken und hier die Details zum Ausprobieren. Ich hatte auch schon ein bisschen was erzählt zur neuen Zulassung mit Intello. Das haben wir hier nochmal ganz groß dargestellt, weil es natürlich ein Riesenthema ist. Es gab viel Verunsicherung im Markt. Wie kann ich denn eigentlich eine außendiffusionsdichte Konstruktion nach DIN oder nach Norm noch richtig herstellen? Da gab es nämlich immer so ein paar Widersprüche. Die 68800 forderte nämlich eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung für außendiffusionsdichte Konstruktionen bzw. Dampfbremsen, die in solchen Konstruktionen eingesetzt werden sollten, wollten, mussten diese Zulassung bringen. Das gab es bis jetzt gar nicht. Mit der Intello haben wir es hingekriegt. Wir haben jetzt eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung, einen bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweis und können erstmals mit der Intello außendiffusionsdichte Konstruktionen wieder normgerecht herstellen. Das ist natürlich ein Riesenthema, was wir hier sehr gerne
offensiv kommunizieren. Zweites wichtiges Thema ist eigentlich, wenn es um Qualität geht, nicht nur die Fläche, sondern eben auch die Anschlüsse. Wir hatten gerade eben schon das Testcon Vana in der Testverklebung am Aktionstisch angeguckt. Hier haben wir jetzt auch nochmal gezeigt, dass der tolle wasserfeste Kleber nämlich eben auch dauerhaft gut funktioniert. Thema Dauerhaftigkeit ist immer ein ganz wichtiges Argument bei Verklebungen. Hier geht es jetzt um 100 Jahre sichere Verklebung. Da gibt es an der Gesamthochschule in Kassel einen Test, der entwickelt wurde, der sich damit beschäftigt, wie lange halten eigentlich Klebebandverbindungen. Und man ging da damals davon aus, dass man mit 17 Jahren, mit 17 Jahre gealterten Produkten schon eine Dauerhaftigkeit ausdrücken kann. Wir haben gesagt, eigentlich reicht das nicht aus. Eine Verklebung muss so lange halten, wie das Bauteil auch halten soll. Und das sind ja mindestens mal 40, 50, 60, vielleicht sogar 70 Jahre, in denen ich mich um meine Verklebung im Bauteil gar nicht mehr kümmern möchte. Und wir haben gesagt von ProKlima-Seite, wir packen noch ein bisschen Sicherheit obendrauf und verlängern den Test auf 100 Jahre. Und diesen 100 Jahre Klebkrafttest, unabhängig geprüft von der Gesamthochschule Kassel, haben wir mit den Klebebändern Testcon Vana, Unitape und Testcon Nummer 1 sicher bestanden. Das zeigen wir hier. Haben hier auch nochmal eine Bestätigung abgedruckt, wie das Ganze sich darstellt. Sämtliche Verbindungsmittel mit den geprüften Produkten auch in der neuen Verbindungsmittelbroschüre. Wo wir die ganzen Informationen natürlich jetzt zusammenfahren, alles das, was jetzt hier passiert ist und was ich erzählt habe, ist immer unser tolles Handbuch ProKlima Wissen, was wir jetzt auch schon seit einigen Jahren immer wieder neu machen, immer wieder aktualisieren, immer wieder neu auflegen. So gibt es jetzt also hier auf der Messe ganz brandneu die 2016-17er Ausgabe vom neuen Wissen. Da ist wirklich alles drin, was an Produktneuheiten von ProKlima jetzt kürzlich an den Markt gebracht wurde, was ich auch eben erzählt hatte, die ganzen Eckklebebänder und Detaillösungen und der Wilfix und beispielsweise aber eben auch die Zulassung mit der Intello. Steht alles drin, alles zum Nachlesen, 1 Kilo Wissen zum Mitnehmen, damit man das auch gut tragen kann. Haben wir hier nämlich auch noch ein paar Tütchen bereitgestellt. Kann ich das Wissen gut reinpacken und mit nach Hause nehmen. Wenn ich das nicht möchte, weil mir das zu schwer ist, kann ich hier auch eine Postkarte ausfüllen und in diese Box schmeißen. Dann wird mir das Wissen nämlich ein paar Tage später zugeschickt. Oder ich stecke einfach meine Visitenkarte rein und habe das Wissen dann in ein paar Tagen in meinem Postkasten. Damit man auf den ersten Blick schnell sehen kann, was ist eigentlich neu im Wissen, haben wir hier nochmal das ganz einfach visuell aufbereitet, wo so die verschiedenen Kapitel einmal angerissen werden und gezeigt wird, Mensch, da guck doch mal rein, das bietet das neue Wissen. Ja, jetzt sind wir eigentlich auch schon fast rum auf unserem Standrundgang. Wir haben natürlich hier nochmal eine Seite an der Kabine außen. Da geht es um unsere neue Wissenswerkstatt ProKlima Känguru. Das ProKlima Seminarprogramm ist weiterentwickelt worden, deutlich erweitert nochmal um Seminare, die über den Tellerrand hinausblicken lassen. Da geht es also nicht nur um das klassische ProKlima-Thema Luftdichtung innen, Winddichtung außen, sondern auch um erfolgreich verkaufen, rechtssicher beraten, Baurecht beispielsweise. Hier geht es um neue Medien und solche Geschichten und haben diese ganzen Informationen aber auch nochmal in unserer neuen Känguru-Broschüre zusammengefasst. Känguru bringt den Teilnehmern einfach über eine Andersartigkeit der Wissensvermittlung mehr Begeisterung beim Lernen und eine stärkere Verankerung der gelernten oder der gehörten Inhalte. Und soll einfach Spaß machen. Deswegen gibt es auch einen etwas unkonventionellen Namen zu dieser Wissenswerkstatt. Das Känguru macht auf jeden Fall Lernerfolg mit großen Sprüngen möglich und bewegt sie immer vorwärts. Ja, jetzt sind wir eigentlich auch schon rund mit unserem kleinen Messerundgang am ProKlima-Stand. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht und würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal hier vielleicht sogar persönlich sehen würden. Vielen Dank, bis dahin.